Hallo Leute, ich bin's mal wieder und wie versprochen gibt's diesmal die Arrays. Jetzt dann, was sind Arrays? Arrays sind ja Anhäufungen von Daten, die jeden beliebigen Typ haben können. Ich habe euch ja bisher bloß diese primitiven Datentypen, sage ich jetzt mal, gezeigt, was ja eigentlich die einzigen echten Datentypen sind. Und deswegen machen wir mal ein Integer-Array. Ich zeige euch gerade mal kurz, wie das Ganze aussieht. So, nun, was ist das? Also, man hat hier den Datentyp, dann die eckigen Klammern auf und zu, da muss noch keine Zahl oder sowas rein, dann den Namen des Arrays, der heißt bei mir einfach nur Array, ich kann ihn auch ASDF nennen, und dann hier das Schlüsselwort New, wieder der Datentyp, der auch schon hier vorne steht, und hier jetzt dann wieder die eckigen Klammern auf und zu und innen drin die Anzahl der Elemente, die ich haben möchte. Also ich habe jetzt hier quasi in meinem ASDF nicht nur ein Integer-Wert drin stehen, sondern 10 Stück. Das ist schon mal ganz cool, weil ich ja dadurch viel, viel mehr auf einmal speichern kann. Und jetzt kann ich eben auch sagen, was ich damit machen möchte. Zum Beispiel kann ich hier. Ach so, ja, was noch wichtig ist bei Integern, die fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, ihr habt dann zwar 10 Elemente drin, also wirklich nur 10 Stück, nicht 11, aber ihr habt auch nur Elemente, also ihr könnt darauf zugreifen, indem ihr diese eckigen Klammern, nicht int, ASDF, eckige Klammer, und dann könnt ihr da eine Zahl reingeben, welchen Index ihr da haben wollt. Also ihr habt jetzt quasi 0 bis 9 zur Verfügung. 0 gibt euch das erste Element drin zurück. Und dann könnt ihr das zum Beispiel zuweisen. Das ist quasi der erste Integer. Der zweite, den kriegt ihr, indem ihr eine 1 schreibt und so weiter und so fort. Und der letzte ist 9. Passt auf, dass ihr da nicht drüber rausgeht, sonst gibt es einen Fehler. Den zeige ich euch gleich mal. Ja, so, und jetzt eine praktische Anwendung dieser Vorschleifen. Da kommen die tatsächlich am allerhäufigsten vor. So. Wir wissen, dass unser ASDF ein Integer Array mit 10 Integers drin ist. Das heißt, wir können hier einfach schreiben, wir hätten gerne 10 Stück. Und jetzt müsst ihr hier aufpassen, dass hier das kleiner steht. So geht ihr von 0 über 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und aber 9 ist noch kleiner als 10, aber wenn ich dann wieder erhöhe, dann steht hier 10 kleiner 10 und das ist nicht mehr wahr. Das heißt, ihr greift niemals auf diese 10 drauf zu und das wird ja auch einen Fehler geben, wenn ihr das machen würdet. So, genau. Und was machen wir jetzt damit? Wir greifen drauf zu, ASDF. Und wir wollen ja nicht immer auf dieselbe Stelle zugreifen, deswegen sind wir in dieser hübschen Vorschleife drin. Deswegen greifen wir an der Stelle zu, an der unser Zähler gerade ist. Und wir weisen dieser Stelle unseren Zähler plus 5 zu. So. Und jetzt haben wir an der Stelle 0 den Wert 0 plus 5 stehen. An der Stelle 1, 1 plus 5 und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier drin jetzt an meinem Integer Array diesen an der Stelle jeweils vom Zähler. Der Zähler iteriert über 0 bis 9, also einschließlich 9, und weise jeweils die Werte zu. Wenn ich jetzt hier ausführe, dann passiert einfach gar nichts. Warum auch? Ich habe ja nichts ausgegeben. Ich mache ja quasi nur eine Zuweisung. Aber die Zuweisung hat schon mal funktioniert. So, jetzt möchte ich euch diesen Fehler zeigen, der euch wirklich wahrscheinlich verfolgen wird in der ersten Zeit, bis ihr es mal gewohnt seid. So, hier unten Exception in Thread Main. Index out of bounds exception 10. Hier steht 10. Das bedeutet, ah, hier steht übrigens auch noch in welcher Zeile. Wenn ihr draufklickt, dann zeigt es euch genau die Zeile an. Das heißt, hier haben wir einen Fehler gebaut. Nun ja, nicht direkt hier, aber hier greifen wir an die 10. Stelle zu, die es ja nicht gibt. Es gibt ja nur bis 9. Denn wir haben 10 Elemente drin, fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, wir können nur bis 9 gehen. Hier zeigt euch auch an, welcher Index nicht mehr verfügbar ist. Das ist meistens immer der erste, der nicht mehr verfügbar ist. Manchmal ist es ein bisschen verschoben, weil er auf minus 1 oder sowas zugreift oder sowas. Kann mal passieren. Auf jeden Fall hier die 10. Stelle gibt es nicht mehr. Das heißt, man sieht gleich, oh, ups, da habe ich wohl nicht ganz richtig geguckt und aus Versehen ein kleiner gleich geschrieben. So,
Und jetzt schreiben wir uns gerade nochmal eine Vorschleife. Ich kürze das Ganze mal ab. Int i gleich 0 und i kleiner 10 und i plus plus. So, und jetzt wollen wir ausgeben, was an dieser Stelle eben drin steht. Das heißt, wir sagen println an der Stelle vom i. Der Zähler ist wie gesagt nur bis hier gültig und der iteriert da auch drüber. Das heißt, ich führe diesen Teil hier quasi 10-mal aus und dann geht es weiter und dann führe ich diesen Teil aus. So, mal gucken, was passiert. Wundervoll. Ich fange bei 5 an, denn mein Zähler fängt ja bei 0 an. Das heißt, ich weise meiner ersten Stelle den Wert 0 plus 5 zu. Und so weiter und so fort, bis ich dann hier an meiner 9. Stelle bin, wo 9 plus 5 natürlich gleich 14 ist. Und hier unten gebe ich sie dann aus. Das heißt, ich kann auf diese Variable auch noch hier unten zugreifen. Wenn ihr jetzt außerhalb von dieser Methode hier seid, dann geht das natürlich nicht mehr, weil euer Programm dann nicht mal mehr läuft. So, sehr schön. Und jetzt kann man das natürlich ganz weit treiben, indem man sich hier noch einen Integer-Array schreibt, das dann WASD heißt und ein neuer Int mit nur 5 Werten ist. Und dann möchte ich hier nur bis 5 gehen und weise das dazu. Und dann habe ich auch wieder einen Fehler. Jetzt möchte ich euch den auch noch kurz zeigen. Ach, ich habe nicht gespeichert. Ah, nee, ich habe keinen Fehler. Oh, Java ist intelligenter. Okay, ich habe die letzte Zeit mit ein paar anderen Programmiersprachen verbracht. Java initialisiert automatisch alle Werte mit 0, das Integer-Arrays hier. Und da ich nur bis zum vierten, also insgesamt 5 Stück, 1, 2, 3, 4, 5 Stück mit Zahlen beschreibe, wird dann eben hier danach nichts mehr gemacht. Das heißt, die Nullen hier bleiben bestehen und ich gebe hier aber alles aus, da ich hier bis 9 laufe. So, jetzt kann man hier noch WASD mit was Schönem füllen. WASD vom Zähler gleich. So, jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter, weil wir nicht mehr wissen wollen, was überhaupt passiert. Wir wollen ASDF benutzen. ASDF an der Stelle von Zähler. Und wenn wir jetzt hier Zähler plus 1 schreiben, dann müssen wir schon mal wieder aufpassen, an welche Stelle wir zugreifen. Und dann wollen wir das multiplizieren mit 12. Und hier unten wollen wir dann ausgeben ASDF an der Stelle i mit 8, genau, ihr kennt ja Modulo noch gar nicht. Modulo ist auch nicht ganz unwichtig. Das heißt, wir multiplizieren das jetzt mal WASD. So, und jetzt an der Stelle. Gut, wir wollen jetzt unbedingt hier alle Werte ausgeben, aber wir wissen, dass unser WASD nur bis 4 akzeptiert. Das heißt, wenn wir hier eine 5 reinschreiben, haben wir ein Problem. Gut, also was wir benutzen ist, wir benutzen wieder die Variable i, aber wir wollen natürlich nur die Werte, die bis einschließlich 4 gehen. So, Modulo 5. Was jetzt passiert, ist folgendes. Okay, ich habe ganz komische Werte natürlich drin, was ja irgendwie klar ist. Aber was Modulo macht, ist folgendes. Es rechnet, wenn jetzt i gleich 0 ist, dann ist i durch 5, ist ja, also als Ganzzahl gerechnet, ihr kennt es vielleicht noch aus der Grundschule, i durch 5 ist 0, 0 durch 5 ist 0, Rest 0. Okay, gut. Das ist, heißt, es ist 0. 1 durch 5, Ganzzahl gerechnet, nicht irgendwie ein Fünftel oder sowas, das gibt es ja nicht, das sind ja Integer. Also 1 durch 5 ist auch 0, wenn 5 nicht einmal reinpasst, aber wir haben einen Rest 1. Und dieser Rest 1 ist dann das, was hierbei rauskommt. Und das heißt, wenn ich hier jetzt aber dann so weitermache, 2 durch 5 ist 0, Rest 2, 3 durch 5 ist 0, Rest 3, 4 durch 5 ist 0, Rest 4. Und wenn ich dann wieder bei 5 bin, dann habe ich 1 Rest 0. Und das heißt, hier kommt wieder 0 raus. Das heißt, 1 durch 5, nicht 1 durch 5, 5 durch 5 ist 1 Rest 0. Das heißt, ich habe hier wieder eine 0 stehen. Und bei 6 habe ich wieder eine 1 stehen und so weiter und so fort. Das heißt, es geht quasi nicht so unendlich hoch, sondern nur eben bis
einschließlich 4 und danach fängt sie ja bei 0 an. Und das ist ja genau das, was wir hier gebraucht haben, weil wir nicht höher drauf zugreifen dürfen. So, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug gefoltert. Ich verspreche, dass es bald besser wird. Das sind jetzt halt die Grundlagen. Mit denen kann man dann richtig coole Sachen machen. Ja, jetzt haben wir die grundlegenden Flows auch schon alle durch. Das heißt, wir können im nächsten Video mit den Methoden weitermachen. Das hier habe ich euch ja schon gesagt, ist eine Methode und da können wir dann auch noch eigene schreiben. Alles klar, dann bis nächstes Mal. Ciao.